Einige von ihnen sehen recht weich aus. Ich wette, ich könnte ein oder zwei davon zähmen. Ja, sehr schön, Alter. Während die Bestie dich umkreisen, erhebt sich der Meister. Selbst der größte der Bären reicht ihm nur bis zu seinen braunen, mit harten Muskeln besetzten Schultern. Du stehst still. Du bist dir den Kreis von Raubtieren, der dich umgibt, wohl bewusst. You sought and won the favor of Gallowayn. What new prey do you now pursue? Du hast Gallowayns Gunst erbeten und erhalten. Welche neue Beute verfolgst du nun? Ich muss Taos X Arcanon davon abhalten, Tausende von Seelen Voidika zu verfüttern. Ich jage Taos. Du weißt noch, wem ich suche. Ich jage Taos. To track a quarry, you must understand its movements. And Theos follows the path of a more powerful master. Gallowayn, der Gestaltwandler, zeigt wieder seine geschärften Zähne. Um eine Beute zu verfolgen, musst du ihre Bewegungen verstehen. Und Taos folgt dem Vater eines mächtigeren Meisters. Eine warme Brise trägt den Geruch von Rauch und Schießpulver herbei. Funken entzünden sich und werden vom Wind herbeigeweht. Sie entzünden die Blätter über Gallowayns Kopf, ein plötzlicher Hitzeschwall versenkt dir das Gesicht, und bevor du dich sofort wegdrehst, blendet dich ein gleißendes Licht durch deine geschlossenen Lider hindurch. Als du zurückblickst, siehst du eine Frau in voller Plattenrüstung neben Gallowayn stehen. Auf ihren spiegelblank polierten Rüstungen tanzen die Abbilder von Flammen. Du kannst ihr Gesicht nicht sehen, aber ihre Stimme ist stark und klar wie das Klingen von Stahl. Das ist jetzt aber nicht, Magran, oder? Let him know his foe. Lass ihn seinen Feind kennen. Doch. Endlich bricht die Piep ihr Schweigen. Hast du mich vermisst, Magran? Du hast vielleicht andere Liebhaber gefunden, aber gewiss war mir keiner ebenbürtig. Magran antwortet nicht. Sie blickt nicht einmal in Durins Richtung. Ein unbewusster Trick lässt die überschüssige Haut unter Durins Augen erzittern. Er sagt nichts mehr, seine Haut ist erbleicht. Theos has trapped thousands of souls in sun and shadow, like rabbits in a snare. Now, he goes there to retrieve the kill for his master Woodica. Taos hat tausende von Seelen in Sonne im Schatten gefangen, wie Kaninchen in einer Falle. Nun ist er auf dem Weg dorthin, um die Beute für seine Herrin Woidika zu holen. Einer der Bären scharrt gereist auf dem Boden, sein Fell stellt sich auf. She will feast on them, suck their marrow, grow strong on their essence. Der Gott schließt die Augen, atmet tief ein. Sie wird sich an ihnen laben, ihr Mark aussaugen, sich an ihrer Essenz stärken. Als Sengir beobachtet dich und leckt sich die Lippen. Seine Zunge streift über lange Reißzähne. Warum sollte Taos Woidika helfen? Because he is her hound. He has always done her bidding. Weil er ihr Hund ist. Also er hat Hound gesagt, also Bluthund eigentlich. Er hat schon immer ihren Befehlen gehorcht. Seine Augen huschen zu einer weiteren Gestalt, die unmittelbar hinter Magran steht. Woidika stands for an old order. So does Theos. Ihr Helm dreht sich schnell zu ihm. Woidika steht für eine alte Ordnung, genau wie Taos. Abaddon. Ein Golem aus geschwärztem... Ach so, weil das ein Bund hier ist. Also habe ich eigentlich am Anfang doch richtig gedacht. Ein Golem aus geschwärztem Eisen tritt auf Magrans Schatten. Aus Magrans Schatten. Seine Bewegungen sind langsam aber präzise. Jeder Schritt wird von dem Knarzen und Ächzen von Metall begleitet. Das beständige orangefarbene Leuchten von Kohlen in einem Schmelzofen strahlt aus seinen Augenhöhlen heraus. They both fear change, and the Deerwood has changed much recently. People find answers not in the gods, but in animancy, the product of their own labors. Ein Zahnrad blickt in seinem Kiefer und Abaddon spricht. Klickt in seinem Kiefer. Sie beide fürchten die Veränderung und der Dürrwald hat sich in letzter Zeit stark verändert. Die Leute suchen ihre Antworten nicht mehr bei den Göttern, sondern in der Beseelung, den Früchten ihrer eigenen Arbeit. And why not? When they have learned that even a god can be killed. Flackernde Flammen spiegeln sich in Magrans Rüstung wieder. Und warum nicht, wo sie doch gelernt haben, dass selbst ein Gott getötet werden kann. Ist Eotas wirklich tot? Sie sagt das, als wären es nicht ihre Anhänger gewesen, die den Götterhammer entfesselt haben. Du erscheinst vor der Beseelung nicht beunruhigt zu sein. Die drei Götter scheinen einander anzusehen. Einer der Wölfe setzt sich hin und kratzt sie mit schnellen Bewegungen seines Hinterlaufs am Hals. Ja, sehr schön. The clash of ideas, the search for answers and meaning. These are other hunts. Gallowayn zuckt mit seinen breiten Schultern.
Das Aufeinanderprallen von Ideen, die Suche nach Antworten und Sinn. Das sind andere Formen der Jagd. Sie wollen dich ersetzen. Wie kannst du das so leicht hinnehmen? This is the destiny of Kith. To struggle and transform. Even through animancy. Magans Schulterplatten bewegen sich, als sie die Hände hinter den Rücken verschränkt. Das ist die Bestimmung der Gestandenen, sich abzumühen und sich zu verwandeln, selbst durch die Beseelung. And to improve. Steady labor and earnest industry elevate Kith above wilder and beast. It is also useful that they should learn to improve their souls, whether through struggle, transformation or labor. On this at least, we have no disagreement. Und sich zu verbessern. Abadons Stimme krächzt und seufzt. Stete Arbeit und eifriger Fleiß erheben die Gestandenen über die Wilden und die Tiere. Ein vernarbter Stagger knurrt und zuckt mit dem Schwanz. Hat Abadon gerade gesagt, dass die Leute vom Dürrwald besser sind als die Glafantaner? So lese ich das da jedenfalls raus. Sehr schön. Außerdem ist es nützlich, dass sie lernen, ihre Seelen zu verbessern, ob durch Mühe, durch Verwandlung oder durch Arbeit. Zumindest darin sind wir uns einig. Wenn doch nur die Anhänger aller Götter so offen gegenüber der Beseelung wären wie ihr drei. Du hast nichts getan, um Taos aufzuhalten. There is a pact. One Wurtica herself has just barely kept. We gods must allow mortals to direct their own affairs. Es gibt einen Pakt, den Wojgnika selbst gerade nur so einhält. Wir Götter müssen den Sterblichen erlauben, ihre eigenen Angelegenheiten zu lenken. This limit keeps peace between us. Diese Beschränkung wahrt den Frieden zwischen uns. So Wojgnika directs Theos, and he does her will. Also lenkt Wojgnika Taos und er tut ihren Willen. Anlauf Grenzo, nun lenken diese drei uns noch nicht. It is not our fight. Ein Wolf schnappt nach einem anderen, der zurücknurrt. Es ist nicht unser Kampf. Ihr habt auch Probleme, oder? Your feet are swift and your instincts true, Hunter. Track Theos. Follow the trail he has left for you and corner him in sun and shadow. Deine Füße sind schnell, deine Instinkte gut hier. Verfolge Taos, folge der Spur, die er für dich hinterlassen hat und stelle ihn in Sonne und in Sonne im Schatten. You must stop him before he empowers Wurtica. Du musst ihn aufhalten, bevor er Wojdikas stärkt. And if you do, you will have a different decision to make. Zahnräder summen und klacken, als Aberdeen die langsam zunickt. Und wenn du das tust, musst du eine andere Entscheidung treffen. Irgendwie mag ich Aberdeen. Und wenn du glaubst, dass du diese Entscheidung frei treffen kannst, dann hast du bei unserer Unterhaltung nicht gut zugehört. Okay, Durenz. Souls were ripped from the world, ripe and full and pulsing with essence. Scatter them like bones to a pack of dogs. Their essence will strengthen the souls of the Deerwood. Let the remains of the dead feed the survivors. Seelen wurden aus der Welt gerissen, reif und voll und pulsieren vor Essenz. Einer der Wölfe geifert und fletscht die Zähne. Verteile sie wie Knochen an ein Rudel Hunde. Ihre Essenz wird die Seelen des Dürrwalds stärken, dass sie die Überreste der Toten die Überlebenden nähren. Warum sollte ich die Essenz der verlorenen Seelen an den Rest des Dürrwalds weitergeben? To breed strength. Power is born from the mixing of essence and blood. Das klingt gerade irgendwie wie die verrückten Zwerge in der Etiknoll. Um Stärke zu gebären, Macht entsteht, indem man Essenz und Blut mischt. Die Wölfe knurren und schnappen. What Theos did cannot be undone. Thousands of lives have changed, and thousands more have ended because of his actions. But transformation gives purpose to trial. Was Taos getan hat, kann nicht ungeschehen gemacht werden. Tausende von Leben wurden durch seine Taten verändert und tausende weitere beendet. Ein Flammenstrahl zuckt über ihrem Brustpanzer. Aber die Verwandlung gibt der Prüfung einen Sinn. And improvement is the goal of all Kith. Long lives, prosperous futures, stronger minds and bodies. Strengthening those who remain will help repair the damage that Theos has done to the Deerwood. Und die Verbesserung ist das Ziel aller Gestanden. Ein langes Leben, eine wohlhabende Zukunft, ein stärkerer Verstand und Körper. Die Überlebenden zu stärken hilft, den Schaden wieder gut zu machen, den Taos dem Dürrwald zugefügt hat. Ergibt eigentlich schon Sinn. Wenn Wojdika das wirklich gelingt, dann verdient sie ihren Sieg vielleicht.
Stimmt schon, wenn wir sie aufhalten, verdient sie ihn halt nicht. Der Bär an Galloways Seite stellt sich auf die Hinterbeine und brüllt. Als er wieder auf alle Viere fällt, bebt der Boden. Galloway deutet mit seinem abgewetzten Feuerstein durch auf dich. A victory that leaves her ruler of all. No room for conflict, no struggle, not even between the gods. Ein Sieg, der sie zur Herrscherin über alles machen würde. Kein Raum für Konflikt, kein Kampf, nicht einmal zwischen den Göttern. Be careful what you wish for, mortal. Whittaker's ways are regressive. Her laws never change, her authority never ebbs, and she never forgets a slight. Es ist nicht so, dass ich mir das wünsche, das war nur eine Feststellung. Sei vorsichtig, was du dir wünschst, Sterblicher. Whittaker ist aggressiv. Ihre Gesetze ändern sich nie, ihre Autorität lässt nie nach und sie vergisst nicht die kleinste Kränkung. Whittaker would crush the Deerwood simply out of vengeance for the rebellion against Adir, her favorite. She would stamp out animancers, godslayers from the Saints' War, and anyone else she viewed as heretical or dangerous. Whittaker würde sogar den Dürrwald zerstören, allein aus Rache für die Rebellion gegen Edir, ihren Günstling. Sie würde die Beseeler vernichten, die Gottestöter aus dem Krieg der Heiligen und jeden anderen, den sie als ketzerisch oder gefährlich ansieht. Und wer ist gefährlicher für sie als ein Wächter, der ihre Intrigen und Pläne gefährdet? Was schert mich das? Nun, ich muss Taos finden. When you descend the pit to Sun in Shadow, you can count on our assistance to see you safely through. As I hope we can count on yours when you reach the bottom. There are many souls upon the burial isle that are sworn to serve us. They belong to you now, and they shall guide your descent. Magran tritt in ihre strahlende Rüstung klirrt mit jeder Bewegung. Und wenn du in die Grube nach Sonne im Schatten hinabsteigst, kannst du auf unsere Hilfe zählen, dich sicher ans Ziel zu bringen. So wie ich hoffe, dass wir auf deine Hilfe zählen können, wenn du unten angelangt bist. Es gibt viele Seen auf der Gabinsel, die geschworen haben, uns zu dienen. Sie gehören nun dir und sie werden dich beim Abstieg leiten. Du ins Gesicht des Ernst. Hüte dich vor den Versprechen eines Gotteswächters. Sie sind bindend, aber nur in eine Richtung. Die Tiere werden unruhig, sie schauen auf den Boden und betrachten dich mit neuem Interesse. Der Bär beschnüffelt den Boden neben deinem Bein. Als Tegier schleicht in den Kreis. Seine bärenstofffarbenen Augen leuchten bedrohlich. Galloway wirft sein Messer zwischen deine Beine. Es sinkt bis zum Griff in den Boden ein. Er hebt seine freie Hand. Hunt him, mortal. And when you stop him, let the souls he has captured feed the Deerwood. Jage ihn, Sterblicher, und wenn du ihn aufhältst, lasse die Seelen, die er gefangen hat, dem Dürrwald zukommen. Strengthen the souls of those who remain. Prepare them to face the challenges that will follow. Pledge that you will do this, and we will grant you a power fit for the finest warrior who ever lived. Stärke die Seelen von denen, die verbleiben. Bereite sie auf die Herausforderungen vor, die folgen werden. Wenn du versprichst, das zu tun, werden wir dir die Macht geben, wie es sich für einen der besten Krieger aller Zeiten ziemt. Betray us and my beasts shall track you down. Our allegiance is not to be accepted and cast aside. Wenn du uns betrügst, werden dich meine Biester aufspüren. Man kann uns nicht einfach Gefolgschaft schwören und sie dann einfach... Also man kann uns nicht einfach Gefolgschaft schwören und sie dann einfach verwerfen. Ich muss darüber nachdenken. Erwäge und kalkuliere, aber entscheide dich. Galloway's Head fällt nach unten in das knurrende Rudel und das knurrende Rudel springt in den Kreis. Sofort löst sich die Vision. Löst die Vision sich auf und du kehrst nach Tir Evron zurück, wo brennende Kerzen die leuchtenden Augen von Galloway's Bestien ersetzen. Okay. Ein Level-Up für Palegina, das machen wir allerdings beim nächsten Mal erst. Und ja, ich will mich jetzt noch nicht festlegen auf einen Gott, weil wir haben jetzt ja die Möglichkeit, mich für einen der Götter zu entscheiden. Macht dann zu gegenwärtig von sie vorzugehen, wie Götter es wünschen. Ein Verrat wäre, hätte jedoch einen Preis. Ja, genau. Also ich muss mich jetzt für einen der Götter entscheiden und mich auch festhalten. Das möchte ich allerdings bis zum Schluss aufbewahren. Also bis wir wirklich auf die Grabinsel reisen werden.
Bis dahin machen wir erstmal Nebenquests. Also ich will jetzt erstmal auf jeden Fall die Quests hier abschließen, die Kopfgeldjäger-Quests abschließen. Weil ich möchte so viel wie möglich in dem Let's Play mitnehmen. Ein Rollenspiel wie dieses hier verdient es nämlich nicht, einfach mal so abgeschnitten zu werden. Ja, Hauptquest ist fertig, bumm, gut, Ende. Aber bis dahin gibt es jetzt erstmal einen Cut, also speichere ich. Mal wieder. LP 26. Jupp. Und dann sehen wir uns gleich wieder.